Ich bin Thomas Lehmann. Ich befinde mich im Moment auf einer künstlerischen Weltreise mit meinem Motorrad. Ich bin Choreograf und bin bisher sehr viel auf konventionellem Wege durch die Welt gereist und habe meine Choreografien aufgeführt. Und in dem aktuellen Projekt Ein Stück für dich geht es um Geschenke, also Begegnungen mit Menschen, wo ich oder auch andere Künstler Geschenke für andere Menschen machen. Das geschieht meistens in der Form von einem circa fünfminütigen Tanzstück oder einem Lied oder einer kurzen Performance. Wichtig ist nur, dass dieses Geschenk exakt für diese eine spezielle Person gemacht ist. Geschenk ist eine ganz grundlegende Funktion im zwischenmenschlichen Leben. Da gibt es auch noch andere fundamentale Funktionen, aber Geschenk ist auch etwas, was natürlich international überall in jedem Kulturkreis verstanden wird. Hier in Japan ist es eine bestimmte Geste, aber auch das sehr persönliche Geschenk wird hier natürlich auch verstanden. Wenn Besuch kommt oder man geht jemanden besuchen, dann bringt man was Leckeres mit. Das ist dann noch zwei- oder dreimal eingepackt. Das macht es noch ganz besonders und die sind alle tierisch lecker und gut. Das schafft dann gleich Brücken. Also für alle, die noch nie in Japan waren und das vorhaben, bringen sie irgendetwas Leckeres, Kleines, schön Eingepacktes aus Deutschland mit. Das Format Theater, Theaterraum gibt sehr, sehr viel vor, auch wenn viele Künstler durchaus auch erfolgreich mehr oder weniger direkten Kontakt mit dem Publikum suchen oder an speziellen Orten dann Kunst ausüben. Dennoch fand ich das so ein bisschen, ja, nicht einengend, aber ich habe aus der Auseinandersetzung damit nicht mehr wirklich kreatives Potenzial ziehen können. Und dann kam eben die Idee der ganz direkten Begegnung, eine ganz direkte Kunstausübung. Also wenn ich ernsthaft Publikum, Menschen beteiligen will an der Kunst, dann muss ich mich auch ganz intensiv mit denen beschäftigen und auseinandersetzen. Und eigentlich wäre das idealste Format, eine 1-zu-1-Beziehung in der Kunst zu machen. Das ist ja eigentlich das grundlegende Format dieses Projektes. Und das Reisen ist eben die permanente Bewegung, die permanente Fortbewegung, stetiges sich weiterentwickeln, viel mehr, als wenn ich an einem Ort mich immer wieder den gleichen visuellen Reizen und auch menschlichen Reizen aussetzen muss. Und das ist so eigentlich das größte kreative Momentum, was ich mir im Moment vorstellen kann. Eben mit der Dame vom Laden, die mir immer wieder was schenkt, wenn ich da was kaufe, weil sie so bereichert ist durch all die Künstler, die da kommen aus aller Welt. Und ich komme dann sogar mit dem Motorrad vorbei. Ich kann kaum mit ihr reden auf Japanisch, aber sie sagt dann, ja, aber wir verstehen uns vom Herzen her. Das ist ganz großartig. Da muss ich dann fast keine Kunst mehr machen. Mit Kunst würde ich da vielleicht, ach, ist es nötig, da noch Kunst drüber zu legen? Ich glaube manchmal nicht. Naja, das Gute am Motorradfahren ist eben, dass man alle Veränderungen ganz direkt erlebt. Man begegnet ungeheuer vielen Menschen und erfährt sich in der Tat jeden Kilometer selber. Es gibt vorbereitete Stationen, alles andere danach ist nicht konkret. Es ist zwar im Gespräch, aber nicht konkret. Ja, und hier in Japan habe ich ja so angefangen, dass ich einfach bei Projekten geholfen habe. Ja, hier in Skide, diese Schule, habe ich viel geholfen, das zu renovieren. Dadurch habe ich sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die mich dann auch von dort heraus erstmal akzeptiert haben. Und dann habe ich denen mein Projekt erst vorgestellt. Das ist Ito-san und er ist als Musiker früher in jüngeren Jahren auch durch Deutschland gereist, hat da teilweise gelebt und mein Geschenk für ihn war dann dieser Tanz, dass man mit seinem Tanz, mit der geistigen Vorstellung alleine schon an Orte reisen kann, an denen man schon war, wo man gerne sein möchte oder Orte, die noch komplett in der Zukunft liegen.
Was ich jetzt speziell aus Japan mitnehme, ich denke, das wird sich dann ein bisschen später zeigen, wenn man wieder auch an ganz andere Arbeit rangeht, was man denn behalten hat, was weiterhin funktioniert, was wirklich Effekt getragen hat, wie das dann in die Arbeit einfließt. Das kann man so im Moment, wenn man in der Erfahrung ist, wenn man die Erfahrung selber macht, kann man das eigentlich noch nicht so sagen, glaube ich.